Hallihallo Freunde, heute soll es primär darum gehen, ob wir den TÜV bestehen und natürlich, ob wir die Oldtimer-Zulassung bekommen. Das werden wir allerdings am Ende des Videos hier klären, weil, wie ihr im letzten Video gesehen habt, wenn noch nicht, dann schaut gerne mal rein, habe ich hier die Standheizung rausgebaut, die Truma, die hier vorher drin war. Und jetzt haben wir hier natürlich ein gigantisches Loch. Das Ganze wollen wir so natürlich nicht zum TÜV bringen. Das heißt, es muss natürlich im erhaltungswerten Zustand sein und so weiter und so fort. Und so sieht das natürlich ein bisschen muss aus. Das heißt, wir wollen das nicht nur zumachen und eine Platte davor machen, sondern wir wollen den zusätzlichen Stauraum, den wir hier gewonnen haben durch die kleinere Autothermheizung, nutzen. Das heißt, ich baue hier zwei kleine Regale rein und noch eine zusätzliche Tür. Denn wir haben von unseren Eltern den alten Gasgrill bekommen. Das ist so ein ausklappbares Ding. Und den möchte ich hier vernünftig verstauen, dass ich auch vernünftig zu jeder Zeit daran komme und nicht erst baggern muss, dass ich den irgendwie rausbekomme. Das heißt, das werden wir jetzt erledigen und dann fahren wir zum TÜV. Schauen mal, ob das Ganze mit der HU funktioniert und natürlich, worauf wir alle sehr gespannt sind, mit der Oldtimer-Zulassung. Und dann werde ich auch noch ein, zwei Worte dazu verlieren, was die Oldtimer-Zulassung angeht. Neben meinem Projekt, was ich jetzt vorhabe, haben wir noch eine andere Kleinigkeit. Und zwar, Julia will sich so einen kleinen Schmuckkasten bauen für draußen, wo sie ihren Schmuck dann hinstellen kann und wo man dann draußen das begutachten könnte. Und das Ergebnis werden wir euch am Ende einfach auch nochmal zeigen. Wie ihr schon in der Ansprache gesehen habt, habt ihr vielleicht gesehen, dass da noch ein bisschen Verkabelung drin ist von der Planar bzw. von der Autotherm. Das Ganze wird natürlich richtig schön gemacht. Dann ist da noch der alte Auspuffschlauch nach oben von der Truma-Heizung. Das Ganze wird natürlich so ein bisschen vernichtet bzw. einfach schick gemacht. Dann sollen da zwei Regalböden hin. Das sind diese hier und das dicke hier, diese 18 mm Platte, damit das einfach genauso aussieht wie diese Türen hier, ist dann quasi die Tür. Und das Ganze sieht, glaube ich, dann nachher richtig, richtig schick aus. Jetzt müssen diese Platten noch ein bisschen angepasst werden, weil da sind auch Wasserschläuche, die ins Bad gehen und so weiter und so fort. Die müssen noch ein bisschen ausgeklinkt werden, damit die Bretter hier überhaupt da reinpassen. Und um dieses Teil hier dreht sich es eigentlich. Und zwar ist das der Gasgrill. Der ist zusammengeklappt. Und der soll dann nachher hier quasi seinen Platz finden. Das sieht schon mal richtig cool aus. Und der zweite Regalboden kommt jetzt einfach hier relativ stramm hier drüber. Weil ich möchte einfach, dass wir hier zum Beispiel noch, keine Ahnung, Kleinkram oder das einfach nutzen können. Da die Tür hier ja noch ziemlich weiß aussieht, werden wir jetzt nochmal fix in den Baumarkt fahren, irgendeine passende Lasur kaufen, damit das Ganze auch zu dem Interieur hier passt. Und ja, dann schauen wir mal, wie geil das aussieht. Und ich zeige euch das fertige Regal.
So sind wir jetzt mit dem neuen Schrank fertig. Jeder kann, glaube ich, erkennen, dass die Farbe total bescheiden zu der anderen Farbe passt. Das sah auf dem Topf, auf dem Lasurtopf wirklich ganz anders aus, beziehungsweise einfach ein bisschen dunkler. Das heißt, das werden wir definitiv nochmal überlasieren mit einer dunkleren Farbe, einfach damit das besser zum Interieur passt. Dafür habe ich jetzt aber leider keine Zeit mehr. Ansonsten habt ihr, glaube ich, alles gesehen. Ich habe hier so einen schönen Schnapper verbaut, wie bei den anderen Türen auch der Fall ist, damit die vernünftig zu sind, auch während der Fahrt. Wie gesagt, jetzt findet hier unten der schöne Gasgrill seinen Platz. Hier oben haben wir sogar noch Platz für die Schuhe und unten drunter findet man dann sozusagen die Standheizung. Und das Ganze geht wunderbar zu, auf, richtig, richtig cool. Also sieht auch richtig gut aus, außer natürlich jetzt die Farbe davon mal abgesehen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und wollen mal schauen, ob dem TÜV das überhaupt interessiert, beziehungsweise ob das jetzt so durchgeht oder nicht. Fürs Video habe ich es jetzt geschafft, noch eine andere Lasur zu besorgen nach dem TÜV. Aber wie ihr gesehen habt, ist die tatsächlich jetzt zu dunkel. Egal, ich lasse es jetzt erstmal so für euch quasi. Ich werde mir versuchen, die Tür einfach nochmal neu zu bauen und dann nochmal eine passende Lasur zu finden. Das Problem ist nämlich einfach, dass wir hier bei den Schränken keine Lasur benutzt haben, sondern da waren es ja die Schränke, die furniert waren, glaube ich, so nennt man das. Dann haben wir sie abgeschliffen komplett und dann einfach nur Klarlack drauf gemacht. Das heißt, das Furnier bzw. das Holz an sich hatte einfach eine Farbe. Sonst hätten wir natürlich einfach die Lasur gekauft und auf diese Tür raufgeballert. Aber das ging in dem Fall leider nicht. Das heißt, da müssen wir einfach nochmal beigehen. Aber trotzdem, vom praktischen Sinne her, ganz, ganz hervorragend, richtig geil gelöst und bringt wieder ordentlich Stau an. Haben wir TÜV bestanden und auch das H-Kennzeichen. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Und für die Aufmerksamen unter euch, ja, wir haben noch keinen Siegel auf unserem Kennzeichen. Wir werden erst die nächsten Tage zur Zulassungsstelle fahren und das Auto ummelden. Diesbezüglich haben wir noch eine Frage an euch. Und zwar brauchen wir eine neue Versicherung, die Wohnmobil und Oldtimer in Kombination versichert. Und am liebsten über 10.000 Kilometer pro Jahr. Also falls ihr da Tipps für uns habt, schreibt es einfach gerne mal unten in die Kommentare. Da wären wir sehr dankbar drüber, weil wir haben da einfach noch nichts Gescheites gefunden. Des Weiteren wollte ich noch mal ein paar Worte zu dieser Oldtimer-Zulassung loswerden. Und zwar wurde unter dem letzten Video heiß diskutiert, alles in Ordnung, alles vollkommen legitim, was diesen Ermessensspielraum angeht, den ich angesprochen habe im letzten Video. Und zwar ist es natürlich so, es gibt natürlich grundlegende Sachen, die für einen Oldtimer notwendig sind oder um eine Oldtimer-Zulassung zu bekommen. Allerdings gibt es schon einen gewissen Ermessensspielraum, was den Prüfer angeht. Damit meine ich einfach zum Beispiel, sagen wir mal, dieser erhaltungswürdige Zustand, den der Oldtimer haben muss. Dieses Wort hat natürlich schon einen gewissen Spielraum. Der Prüfer kann für sich entscheiden, wann ist das Fahrzeug für uns erhaltungswürdig. Also natürlich gibt es da immer einen kleinen Spielraum. Ihr habt natürlich recht, grundlegende Dinge gibt es, die man einhalten muss, damit ihr eine Oldtimer-Zulassung bekommt. Das ist zum Beispiel der Originalzustand, dann Dinge, die es wirklich vor 30 Jahren gab, plus 10 Jahre oder so. Da gibt es so ein paar verschiedene Dinge, die könnt ihr euch im Internet auch anlesen. Aber der beste Tipp, den ich euch geben kann, geht einfach zum TÜV oder zur DEKRA oder wo auch immer ihr gerne hingehen möchtet. Fragt den Prüfingenieur, wie sieht es aus? Wie sieht unser Fahrzeug aus? Ihr müsst eh eine Hauptuntersuchung machen in dem Zuge. Also das gibt es nur in Kombination. Das heißt, ihr geht hin, fragt,
Der wird euch gewisse Dinge sagen, was ihr zu machen habt. Bei uns zum Beispiel war es ja so, dass gewisse Dinge im Einstieg gemacht werden mussten wegen Rost und so weiter und so fort. Das waren Dinge, was die Hauptuntersuchung anging. Und zusätzlich, was ich nicht gefilmt habe, sind gewisse Stellen im unteren Rahmen, sind bei uns aus Holz. Das war einfach vermodert und vergammelt. Das musste erneuert werden, weil das eben nicht diesen erhaltungswerten Zustand entsprochen hat. So, das wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz loswerden zu diesem Spielraum, den ich angesprochen habe. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid genauso glücklich wie wir darüber, dass wir jetzt das H-Kennzeichen tragen dürfen. Also falls ihr das Kennzeichen hier irgendwann mal seht, dann könnt ihr gerne mal grüßen. Und ansonsten kann ich nur sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video insgesamt gefallen hat. Falls ihr noch Tipps oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir sind dafür immer sehr, sehr offen. Auch die ganzen anderen Zuschauer sind sicherlich dafür sehr offen, was so die gesamte Erfahrung von euch angeht. Und ansonsten lasst unbedingt ein Abo da, falls ihr die weiteren Videos nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!